da jetzt tatsächlich einer drin? Nee. Aber es ist mir tatsächlich ein bisschen zu unsicher. Könnte ja theoretisch wirklich einer drin spawnen. Ein Platz wäre ja da. So. So. Machen wir das hier drüben zur Sicherheit auch nochmal. Mit ein bisschen Erde. Oh Gott, sagen. Wieso geht das denn da nicht? Was ist da wieder im Weg? Da ist gar nichts im Weg, ne? Das ist einfach nur hier. Doch, da ist der Ding, die Pipe im Weg. Na gut, okay, dann passt das ja. Material, wo ist das Material? Hier ist das Material. So. Ja, komm. So. Ach, guck mal, hier, da hinten, da könnte eigentlich auch noch. Ja, gut, dann. Mal gut, dass wir noch welche von denen hier haben. Es müsste ja eigentlich da auch noch einer ran, ne? Scheißegal. So. Das war hier drüben, glaube ich, in Ordnung schon. Also rein von der Optik her. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber andersrum wäre geiler. Nö, weißt du hier unten rum? Oder hier oben dann eben. Jetzt sind wir so lange schon dabei, jetzt machen wir das auch gleich richtig. Außerdem ist es ja nicht wirklich schwierig, hier das eben anzupassen. Dann ist die Schrottkiste halt eben die untere. Das heißt, blau ist aus. Und wobei, hier ist es egal. Ne, hier ist nicht egal, weil es dann wieder zurückgehen würde, ne? Weiß es an. Weil es geht dann einfach alles in die Schrottkiste. Und hier oben blau und weiß. Weil da dann ja auch irgendwas noch rein muss, ne? So ist schön. So schön. Guck mal hier. Zu. Und dann reicht es natürlich nicht mehr. Und ein Slab kriegen wir noch, ne? Immerhin. Wieso passt es denn jetzt hier nicht mehr? Außerdem sparen wir uns dann eigentlich gar nichts. Wieso. Wieso reicht das denn hier nicht mehr? So. Dann ist hier nämlich rechts leer. Und hier unten ist links keine Ahnung. Und rechts Rest. Da, auch Rest. Gut. Nee, da wäre es ja jetzt richtig. Und hier oben? Ja. Aber müssen wir sowieso nochmal aufräumen. Gib mir mal von denen hier bitte.
So. So, guck mal hier. Dann kann man nämlich jetzt hier nochmal schön ein Slab dran setzen. Das hat sich jetzt richtig nochmal gelohnt, da hochzulaufen extra deswegen. Und dann setzen wir hier nämlich auch einen von denen dran. So. So ist doch... Es ist nicht ganz 100% irgendwie da drin, von der Breite her. Es gibt auch noch die etwas breiteren Slabs oben aus der Säge, aber komm, ganz ehrlich, das passt schon so. Das ist jetzt wirklich irgendwie... Es steht halt ein ganz kleines bisschen über, aber das ist völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung so. Ja, hier ist es notgedrungen, weil es halt so läuft, wie es läuft. Sonst müssen wir hier irgendwie erst runter und dann müssen wir von unten irgendwie dran. Also wir würden so oder so irgendwie ein bisschen Chaos machen. Es sieht halt von hier tatsächlich so ein bisschen chaotisch aus. Aber wenn man dann irgendwie hingeht und sich das mal in Ruhe anguckt, weil halt hier eben, ne, wenn man hinguckt, man sieht halt dahinter das nicht verlaufen, deswegen... Könnte man meinen, dass hier irgendwie wirklich Kraut und drüben herrscht, aber herrscht es ja gar nicht. Es ist ja einfach nur, es kommt von hier oben. Geht dann eben hier rein. Und es kommt von da hinten und von da oben geht dann hier eben hier auch rein. Hier ist halt eine T-Kreuzung, das ist alles. Und dann geht es hier rum, nach hinten. Ich bin da nicht so super happy mit. Aber anders... Könnte das hier eigentlich noch eins höher verlegen und müsste dann da von oben runtergehen. Sprach denn da irgendwas dagegen, dass wir das da oben mit hinlegen? Nein, ne? Guck mal, da sprach ja gar nichts dagegen. Warum machen wir das denn dann nicht? Ups. Ah, wir kriegen die Pipe, die One-Way-Pipe da nicht um die Ecke gelegt, ne? Ich glaube, das war das. Aber wenn wir es jetzt eins höher machen, das würde dann ja hier oben, die One-Way-Pipe hier oben liegen, hier einen um die Ecke gehen und runtergehen. Das heißt, das würde hier trotzdem... ach komm, nee. Wir lassen das jetzt so, das ist schon okay so. Das sieht halt aus, wie es aussieht. Und das sieht auch so ein bisschen scheiße aus hier. Ich bin da noch nicht so ganz zufrieden mit der Lichtsituation hier oben. Aber wir kriegen es ja nicht anders hin, ne? Wir müssen ja... Hier ist okay. Das ist halt hier so, wie es ist, ne? Also wir haben hier die Seite und wir haben die andere Seite. Können wir hier... Da, da, da... Ich würde halt hier gerne auch ein Licht dran haben. Da, da. Da, da, da. Ja, ich glaube, so ist das okay. Da, 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 da. Also wie man es dreht und wendet, man kommt hier hinten nicht irgendwie drumrum, irgendwie da noch was zu machen. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Was ist denn für eine Scheiße hier? So. Wollte gerade sagen, irgendwas stimmt da nicht? Bin ich schon wieder draußen? Nein. Und dann hier auch.
So. Machen wir nämlich ganz einfach hier eins tiefer und dann... Da kommt ein Slab hin und dann geht das dann. Kann man nämlich hier eins weiter reingehen und kann man nämlich hier eins weiter reingehen. Dann haben wir nämlich hier zwei. Und hier haben wir drei. Also hier müssen wir eigentlich auch zwei. Dann müssen wir da wahrscheinlich auch noch eins weiter reingehen. Was ja nun nicht wirklich tragisch ist. Guck mal, hier mal zwei. Dann gehen wir nämlich hier auch noch eins weiter rein. So. So und so. Ja. Ja, hier mal zumachen. Machen wir hier auch zu. Ist gleich hinüber. Scheiße. Ich hoffe, einmal reicht sie jetzt noch. Ja, genau, reicht nicht. So. Na dann. Und natürlich brauchen wir wieder ein paar Steinsteine. So geht das natürlich nicht. Haben wir denn hier noch was? Nein, haben wir hier noch was? Ja, ein. Genau welche von. Und die letzten Treppen, die können wir auch nochmal eben verarbeiten. So, zack. Das ist alles im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich will ja nichts wegschmeißen hier. Apropos. Schuld. So, das war das. Jetzt kann der Abend beginnen. Jetzt kann es losgehen hier. Gut, also theoretisch wären wir ja eigentlich durch. Gucken wir mal. Da komm rein. Entschuldigung. Slabs brauchen wir. Ja, drei für jede Seite müsste eigentlich reichen. Gucken wir da hinten auch nochmal. Dab, dab, dab. Na sowas, hat genau gereicht. Und da kommen jetzt die Steine rein. Und dazwischen warum machen wir es jetzt? Machen wir zwei. Ja, nee, wir machen so. Na gut, dass wir von denen noch welche haben, ne? Und da kommen dann jetzt erstmal Glowglass rein und später kommen dann da wie unten dann auch die Meselampen rein. Dann sieht man auch das Komische, was hier drüber ist, nicht mehr. Und von der Helligkeit, die Meselampen sind ja sogar noch einen Ticken heller als die Dinger hier. Das heißt, es reicht locker. Kann man hier eigentlich irgendwas draus bauen? Ja. Sehr gut, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal irgendwo hinzulaufen, um mir irgendwas zu holen. Wir machen jetzt einfach mal eine von den Oldschool-Werkzeugen. Oh, hier auch nochmal eben. Ich glaube, ich hatte in der Kiste noch einen Hammer gehabt, ne? Das würde natürlich auch gehen, aber es ist jetzt okay so. Beziehungsweise müssen wir eh nochmal an die Kiste ran. Nein, wir lassen es erstmal so. Beziehungsweise an eine von den Kisten. Da haben wir auf jeden Fall noch Stöcke. Dann machen wir uns einfach eben den Hammer. So ein Quatsch. So. Ja,
Muss er auch nicht lange halten. Es reicht ja, wenn der eben kurz mal nur benutzt wird, um hier die Steine weich zu klopfen. So. Ja, ist halt... ja. Da ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Das ist hier oben auch. Das ist okay. Das ist völlig ausreichend in Ordnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Gucken wir doch mal, ob wir noch irgendwo Glas haben. Ich gucke jetzt hier zum fünften Mal in diese Kiste rein und glaube nicht, dass wir da noch Glas haben. Doch hier, guck mal hier, meine Güte. So, haben wir gesagt 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Schon haben wir ordentlich Glas. Ja. Ist es halt, ne? Man könnte ja noch hier hin machen, dann wäre aber hier irgendwie die Kante, das wäre ein bisschen komisch. Ja. Dafür haben wir jetzt endlich einen völlig unnötigen, völlig großen, völlig übertriebenen Wartungsgang. Für 8 Kisten. Ehrlich, ehrlich, ehrlich. Ja, man ja, könnte man natürlich irgendwie. Es gibt ja, na, wie gesagt, diese ganz dünnen 1/16 Slabs, mit denen man hier die ganze Wand irgendwie auskleiden könnte. Dann wird man das hier mit verdecken und dann wird das auch nicht so aussehen, aber hier oben wäre halt eben trotzdem diese. Weil hier kann man natürlich keinen davor setzen. Hm. Hm. Nö, es ist schon okay. Es ist okay so. Wir lassen das jetzt so, das ist gut so, das passt so. Hier ist halt Technik, na, man muss auch noch ein bisschen mal sehen können. Das da hinten, ja gut, das funktioniert sowieso, also da ist alles gut. Wir können da nochmal was reinschmeißen hier. Ja. Ah, hier ist... Jetzt weiß ich, wo der eine Block herkam. So. Dann ist es weg. Da läuft's, da läuft's. Da geht's vorbei. Da geht's auch vorbei. Hier geht's rein. Nee. Ja gut, der ist ja unkonfiguriert. Ist ja genauso, ne? Hier, der könnte jetzt hier in den reingehen. Oder er könnte halt in den reingehen. Oder er könnte halt in alle reingehen, die nicht weiter konfiguriert sind. Wenn jetzt hier was hinterlegt wäre eben, dann würde es halt da reingehen. Er geht nicht zwangsweise in den ersten freien rein, sondern das scheint irgendwie so ein bisschen random zu sein, wie der das prüft. Weil er könnte ja, wir haben das vorhin gesehen, der könnte ja auch hier in diesen schwarzen reingehen, weil der ist nicht weiter konfiguriert, aber der ist aktiviert als Ausgang. Der ist halt auch als Ausgang aktiviert. Wenn den jetzt deaktivieren würde, dann würde er natürlich in den schwarzen reingehen. Hier genau das gleiche. Er könnte auch hier tatsächlich dran vorbeilaufen, was er in dem Fall jetzt natürlich nicht getan hat, weil er sich entschied, da eben reinzugehen. Das heißt, wir müssen hier nochmal natürlich sagen, irgendwie, dass da eben Holz drin ist und nicht eben Stein. Das heißt, also ein von den Holzen, natürlich, dazu gibt es das ja. Na, dass man eben sagt, eben ein Holz. Oder halt ein, man kann auch sagen, dass da Erde rein soll. Man kann sagen, dass da das rein soll. Ups. Na, also da ist man ja tatsächlich völlig frei, was da jetzt rein kann. Insgesamt 6 verschiedene Materialien können halt eben hier abgezweigt werden. Mehr geht halt nicht. Also man muss halt gucken, was man da tatsächlich filtern möchte. 6 Materialien kann man filtern. In dem Fall würde jetzt hier eben Holz reingehen. Und hier die andere Kiste, was hatten wir hier? Ja gut, die ist noch unkonfiguriert. Das heißt, wir könnten sie natürlich auch hier ausschalten. Dann würde es tatsächlich einfach nur dran vorbeigehen. Und würde dann hier eben dran vorbeigehen. Hier. Wir machen das jetzt einfach. Wir können da ja mal was reinschmeißen. Können da ja mehrere Sachen reinschmeißen.
Das und das. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also da kommt der Zaun. Da geht er dran vorbei. Da geht er dran vorbei. Hier geht er dran vorbei. Hier geht er auch dran vorbei, weil Holz rein soll. Das andere müsste hier eigentlich auch bald rauskommen, ne? Na, wir gucken gleich mal. Da wandert weiter. Und der könnte jetzt eben hier reingehen. Oder hier reingehen. Oder in einen von den anderen reingehen. Er geht in der rein, okay. Nee, wo bleibt das Holz? Geht das so schnell, dass... Ich krieg wieder nichts mit hier. Guck mal da. Wo ist das Holz? Wo ist das Holz, Junge? Ist das hier gewesen? Ich würde da jetzt ganz gerne nochmal kurz verifizieren, dass das funktioniert, wie es funktionieren soll. Ein Stock und ein hiervon. Wieder Hunger hier. So, da kommt der Stock. Und da kommt das Holz. Holz geht... Guck mal, hier kommt der Stock. Holz geht in die Holzkiste. Und der Stock, der wandert irgendwo hin. Genau. Da die jetzt hier alle noch unkonfiguriert sind, wie gesagt, könnte halt in eine von diesen Kisten reingehen. Und wenn er hier unten ankommt, würde er halt final in, eben in die unterste Kiste gehen. Nochmal, hier, diesmal geht er weiter. Na, er geht jetzt hier rein. Na gut. So, also, funktioniert der Scheiß endlich. Eieieiei. So. Aufnahme sagt, nicht aufgenommen. Nein, doch, 2 Stunden. Meine Güte. Oh, meine Güte, 2 Stunden. Ich wollte doch nur schnell diesen blöden Gang hier bauen. Also, das ist noch nicht so super geil hier, aber das ist halt so, wie es ist. Das ist schon in Ordnung so. Man könnte hier natürlich so rein für die Optik... nee, es würde nicht funktionieren, dass man das hier so zubaut. Aber das geht ja hier wegen der Röhren nicht. Ich mach da jetzt doch mal eine Druckplatte vor. Das macht's doch irgendwie bequemer. Ne? So, funktioniert, wie es funktionieren soll. Von außen siehst du nix. Ist das hier heller? Irgendwie ist das hier heller, ne? Na, guck mal hier. Ist das deswegen heller? Ach, Junge, ich weiß es doch nicht. Nee, es ist heller, weil, weil hier. Das fällt jetzt auf, weil hier nicht. Oder so. Nicht sein. Leuchtet das hier? Nein. Ich verstehe es nicht. Aber es ist egal. Hier ist das ja... Es kann ja nicht von hier oben kommen. Ne? Hier ist ja alles zu. Na ja, gut, was natürlich sein kann, weil hier ja Slab hinter ist. Aber eigentlich ja auch nicht. Wo ist der denn? Hier wäre der, ne?
Also irgendwo liegt das Licht hier auf jeden Fall durch. Slap davor. Und hier mal irgendeinen Stein davor, dann haben wir gleich wieder einen Cobblestone mehr. Guck mal, daran liegt es auch nicht. Das ist mir alles zu verwirrend. Ich hatte eigentlich im Hinterkopf darauf geachtet, dass es nicht durchliegen kann, weil das ist weit genug entfernt. Aber hey, okay. Es ist nicht weiter tragisch. Ach, guck mal, hier ist es... Doch, es scheint tatsächlich irgendwie mit diesen Fackeln zu tun zu haben. Was natürlich dann nur... Oh, ja, guck mal hier, wenn man weiter weggeht, dann sieht man es deutlicher. Hier ist tatsächlich irgendwie... Ja, gut, okay. Es ist halt so, nur das ist aber schon in Ordnung. Und dann würde ich sagen, können wir nach Hause gehen. Kurz warten, dass die Tür aufgeht. So, haben wir noch irgendwas, was wir irgendwie wegschmeißen können? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ich glaube, ein bisschen Kobbel haben wir. Zack. Und, so, ja. Machen wir auch irgendwann mal wieder. Ich gehe jetzt einfach mal hier oben längs, weil wir hier lange nicht mehr waren. Guck mal, hier fehlt immer noch der Balkon. Aber man kommt hier auf der Seite immer noch nicht runter, ne? Nee. Aber ich glaube, da haben wir gesagt, das lassen wir so, wie es ist. Ist nicht weiter tragisch. Es ist eh gerade Nacht. Das heißt, wir stellen uns auf unseren Stammplatz. Und ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession. Haut da rein. Tschö.